Imani, ich liebe dich. Ich hoffe, du schaust dir dieses Video irgendwann mal später an, wenn du älter bist und freust dich über dieses Video. Dein Baba. Ich fange an mit einer Entschuldigung. Damals, als wir erfahren haben, dass Luisa schwanger ist, also dass Mama schwanger ist, haben wir uns beide nicht direkt gefreut, sondern hatten gemischte Gefühle. Auf der einen Seite haben wir uns gefreut und auf der anderen Seite hatten wir Angst. Wir hatten Angst, weil wir selber noch Kinder waren. Wir sind damals direkt zu Oma gegangen. Wir haben ihr erzählt, dass wir uns freuen, aber wir haben ihr auch erzählt, dass wir uns Sorgen machen. Und sie hat uns mit ihren Worten sehr viel Kraft gegeben. Das waren ihre Worte, Imani. Allah ist groß. Wenn Allah schickt, das geht. Und schickt alles mit ihm. Kraft, Liebe, alles. Man darf eigentlich keine Sorge machen. Allah. Alles wird schön. Und alles, was ab jetzt kam, war schöner als schön. Das ist dein allererstes Foto, Imani. Dieser kleine schwarze Punkt, das bist du. Und ich war mir sicher, dass du ein Junge wirst. Deswegen habe ich deiner Mutter auch diesen Ballon gekauft. Bis zum letzten Moment habe ich dran geglaubt, dass du ein Junge bist, bis der Ballon geplatzt ist. Und als der Ballon geplatzt ist, ist mein Herz geschmolzen. Weil ich habe mir schon mein ganzes Leben lang eine kleine Prinzessin gewünscht. Und in diesem Moment wusste ich, meine kleine Prinzessin ist auf dem Weg. Und ein paar Monate später, am 29.10.2021, um 21.20 Uhr. Ist da! Das war mit Abstand der schönste Moment meines Lebens. Dieser Moment, wo ich dich das erste Mal persönlich gesehen habe. Und ich habe dich genommen und auf meine Brust gelegt und ich wollte dich nie wieder loslassen. Und ich habe dir da in dein Ohr geflüstert, ich werde für immer auf dich aufpassen. In deinem ersten Lebensjahr haben wir sehr viel erlebt, Imani. Ich habe hier die schönsten Momente für uns nochmal zusammengeschnitten. Hier kackst du deine Mutter an. Hier siehst du, wie du im Kinderwagen sitzt. Du mochtest diesen Kinderwagen aber nie. Dann mussten wir ganz früh in deinem Leben schon Passfotos machen, weil wir mit dir um die Welt gereist sind. Du musst dir vorstellen, du hast mehr Länder gesehen als ich in 20 Jahren in meinem Leben und deine Mutter zusammen. Also du warst viel unterwegs, du warst in Spanien, du warst in Frankreich, du warst in der Türkei und das alleine in deinem ersten Lebensjahr. Du warst auch ein Baby, was sehr sportlich war. Du musst dir vorstellen, du warst 4 Monate alt, du hast deinen ersten Klimmzug gemacht. Und du bist immer mit Mama zu meinem Training gekommen und ihr habt mich zusammen unterstützt. So sah deine Tante Mila aus, als du 1 Jahr alt warst. Hier isst du deine erste Erdbeere und hier siehst du zum ersten Mal einen Hund. Du hattest damals ein bisschen Angst und wolltest ihnen einen Box geben. Ach so, und Wassermelone mochtest du auch. Jetzt kommen wir zu deinem ersten Wort. Dein erstes Wort war Baba. Jedes Mal, wenn du zu meinen Spielen zugucken kamst und Baba gerufen hast, habe ich dich auf dem Spielfeld gehört. Mama war damals sehr traurig, aber nicht, weil du Baba gesagt hast, sondern weil du danach nicht Mama gesagt hast, sondern erstmal Coco gesagt hast. Coco. Aber 1 Monat vor deinem Geburtstag hast du dann auch Mama gesagt und wir haben uns so gefreut und sind durch die ganze Wohnung gerannt. Deine ersten Schritte hast du auch vor deinem ersten Geburtstag gemacht. Das waren nur ein paar Momente von vielen schönen Momenten, die wir in deinem ersten Lebensjahr erlebt haben. Und ich werde dafür sorgen, dass du jedes Jahr ein schöneres Jahr hast als das letzte. Ich liebe dich über alles, Baba. Und ich werde immer dafür sorgen, dass es dir gut geht. Du bist in unser Leben gekommen und hast unser Leben verschönert. Und meine Aufgabe ist es, dass du immer ein schönes Leben hast. Ich werde alles tun, was in meiner Macht liegt, um für dich der beste Baba zu sein. Ich liebe dich, Imani. Wir lieben dich, Imani. Alles Gute zum Geburtstag, Baba. Ich gehe jetzt Imanis Geschenk kaufen. Da unten steht ihr Geschenk. Das ist so ein Auto, was man umbauen kann. Das Gute ist, sie versteht uns nicht. Aber stell dir mal vor, sie kann Deutsch, aber bis jetzt hat sie einmal noch nicht geredet. Imani, kannst du Deutsch? You speak English? Nein. Luisa. Luisa, sie kann Englisch. What's your name? So. Coco. Coco? Das ist nicht Coco. Imani, das ist nicht Coco. Das ist Cocos Onkel. Nein, das ist nicht Coco. Hey, was steht an? Kuchen backen. Welcome to Kitchen Jindawis. Cooking with Jindawis. Cooking with Jindawis. Cooking with Jindawis. Yeah. Yeah. Wir backen jetzt einen Kuchen für Imani.
Wir backen jetzt einen Bananenkuchen. Ich würde mal sagen, wir legen los, weil wir haben nicht mehr viel Zeit. In einer halben Stunde hat Imani Geburtstag. Wir brauchen erstmal das Rezept. So soll der Kuchen am Ende aussehen. Nichts Spektakuläres, aber es geht darum, dass sie den essen kann, dass der nicht so süß ist. Okay, erster Schritt. Backofen auf 175 Grad Ober- und Unterhitze vorheizen. Kann ich. Wie viel? 175. Was ist der nächste Schritt? Der nächste Schritt, die sehr reifen Bananen mit einem Stabmixer oder dem Rührgerät zu Mousse pürieren. Mit Apfelmus, Milch, Kokosöl und Vanille Mousse pürieren, sodass keine Stückchen mehr in der Masse sind. Hast du das verstanden? Jetzt wird ein Kuchen für meine Tochter gemacht. Was ist die Problem? Apfelmus, ein Esslöffel Kokosöl. Ein Esslöffel, nicht ein Teelöffel. Luisa, ein großer Teelöffel ist ein Esslöffel. Vanille, Vanille, Vanille. Here we go! Imani hat Geburtstag in einer Minute. Jetzt? Nein, es ist immer noch 23 Minuten. Jetzt, jetzt, jetzt! Ah, oh, ich hab's schon verbrannt, egal. Happy Birthday to... Wow, du hast schon so lange Haare bekommen, Imani. Imani, aber du musst jetzt ein bisschen stillhalten. Nimm deinen Finger aus dem Ohr, was ist da los? Hey. Amerika, Amerika, es ist soweit. Luisa hat hier ein bisschen dekoriert. Luisas Geschenk ist leider nicht angekommen, aber wir sind Eltern, wir müssen zusammenhalten. Imani, falls du das später siehst, das Geschenk, was du heute von mir bekommst, das ist von uns. Wenn sie was schenkt, ist wie, als hätte ich geschenkt. Wenn ich was schenke, ist wie, als hätte deine Mutter auch geschenkt. Das heißt, das Geschenk, was du heute bekommst, das hier, das ist von uns beiden. Und hier ist der Kuchen, den wir gestern gebacken haben. Jindawi Boys sind auch am Start. Scheiße, Luisa, die Jindawi-Bowl ist ausgekippt. Scheiße, wer ist da am Klingeln, ja? Ey, ich habe gerade ganz anderen Stress. Ey, was machst du hier? Ich wurde eingeladen von Imani. Boah, weißt du, dass wir jetzt Imanis Geburtstag feiern? Du hast eine Einladungskarte von Imani bekommen? Ja. Was steht drin? Mila, da steht nichts drin. Lies, da steht, ich werde ein Jahr alt. Ich lade dich zu meinem ersten Geburtstag ein. Komm vorbei, Tante, um 16.50 Uhr. Jetzt lass mich rein, ich habe Geschenke dabei. Hey, Mila, du kommst genau richtig. Wir wollten gerade die Kerze anmachen und Happy Birthday singen. Seid ihr bereit, Leute? Happy Birthday to you. Happy Birthday to you. Happy Birthday, Imani. Happy Birthday to you. Happy Birthday to you. Jetzt kann sich Imani etwas wünschen und die Kerze auspusten. Imani, nicht Kerze anlachen, Kerze auspusten. So. Jetzt gibt's Geschenke. Imani, willst du Geschenke aufmachen? Wir fangen an mit Milas Geschenk. Ich glaube, wenn ich das jetzt wegnehme, wird sie locker weinen. Imani, Imani, gib mal her, gib mal her. Da kommt noch mehr auf dich zu. Eingeschlafen.